Hier ist Electric Drive. '71 landeten die Apollo 15 Astronauten auf dem Mond und erkundeten die Oberfläche mit einem speziell entwickelten Elektrofahrzeug, dem Lunar Roving Vehicle. Was Elektroautos auf der Erde leisten konnten, zeigte im selben Jahr ein ebenfalls einzigartiges Modell, ein umgerüsteter Opel GT. Am 17. und 18. Mai 1971 fuhr der Elektro-GT auf dem Formel-1-Kurs in Hockenheim insgesamt 6 Elektromobil-Weltrekorde ein. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive. Der Elektro-GT von 1971 verfügte über 2 Gleichstrommotoren von Bosch, die zusammen eine Gesamtleistung von 88 kW, sprich 120 PS, entwickelten. Die Peakleistung lag kurzzeitig sogar bei 118 kW, also 160 PS. Die 4 Nickel-Cadmium-Batteriesätze stammen von Varta und wurden auf Rückbank und Beifahrerseite untergebracht. Die Batterie mit ihren 280 Zellen wogen 590 Kilogramm. Zur besseren Einordnung, der Opel GT selbst lag bei 960 Kilogramm, sodass das Gesamtgewicht des Fahrzeugs auf 1550 Kilogramm gestiegen ist. Nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 1971. So viel wog damals zum Beispiel auch ein Opel Diplomat B. Für die Langstreckenversuche waren sogar 360 Zellen nötig, die 740 Kilogramm auf die Waage brachten. Mit rund 1700 Kilogramm bewegte sich der Elektro-GT dann in der gleichen Gewichtsklasse wie ein Opel Blitz-LKW mit kurzem Radstand. Diese Massen müssen erst einmal getragen werden, deshalb kommen härtere Federn zum Einsatz und Continental entwickelte spezielle Hochdruckreifen, die darüber hinaus den Rollwiderstand auf ein Minimum reduzierten. Auch an der Karosserie hat Opel einige entscheidende Modifikationen vorgenommen. So wurden alle Luftein- und Auslässe an der Fahrzeugfront verschlossen. Den Opel GT-typischen Vergaserbuckel auf der Motorhaube sucht man vergebens. Stattdessen ist die Haube für eine bessere Aerodynamik komplett flach. Darüber hinaus wurden die Stoßstangen, Rückspiegel und Türgriffe entfernt, sowie der Motor und Innenraum für den Einbau des Elektroantriebs freigeräumt. Im Kofferraum saß die elektronische Steuereinheit. Dazu verfügte das Rekordfahrzeug einzigartig für den Opel GT erstmals über einen großen Heckspoiler. Die Tuning-Schmieden der Nation haben sich davon scheinbar inspirieren lassen, denn verbastelte GTs gab es später auch. Die Rückleuchten wurden für die Rekordversuche ebenfalls nicht benötigt und ein Wärmetauscher ersetzte den Auspuff-Endtopf. Eine im Frontbereich untergebrachte normale Autobatterie stellte den Strom für die neue Bordelektronik zur Verfügung. Dahinter befanden sich nun anstelle des Vierzylinders die beiden Elektromotoren. Die aus dem Flugzeugbau stammende Batterien füllten den gesamten Raum neben und hinter dem Fahrer aus. Für einen richtigen Autositz war gerade noch genug Platz. Doch welche Rekorde fuhr man damals ein? 1 Kilometer in 19,06 Sekunden bei einer Spitzengeschwindigkeit von 188,86 km/h. 1 Kilometer abstehender Start in 31,06 Sekunden bei einer Spitzengeschwindigkeit von 115,88 km/h. Einen halben Kilometer stehenden Start in 19,35 Sekunden, eine Viertelmeile stehender Start in 16,86 Sekunden. Zwei weitere Rekordfahrten folgten am 18. Mai 1971, beide mit stehenden Start. 10 Kilometer in 4 Minuten und 43 Sekunden sowie 10 Meilen in 7 Minuten und 35 Sekunden. Doch das Thema Reichweite machte Opel schon damals einen Strich durch die Rechnung. Der Angriff auf den 7. Weltrekord scheiterte. Aufgrund der zu geringen Kapazität der damaligen Nickel-Cadmium-Batterien schaffte der Elektro-GT auf der 100-Kilometer-Strecke, die mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h zurückgelegt werden sollte, lediglich eine Distanz von 44 Kilometern. Dennoch, ein schönes Jubiläum und zur Feier des Tages gibt es nun noch einen schönen Werbespot von damals. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen elektrifizierenden Tag. Tja, der Opel GT
Passt wohl nicht so ganz, hm? Naja, das macht nichts. Wir sind sicher, wir haben auch für Sie einen passenden Wagen. Opel. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.